Waldkirchens geheime Ausflugstipps, die besten Restaurantempfehlungen und die Lieblingsorte der Ortsansässigen. Alles auf einem Fleck. Genau das ermöglicht meinwaldkirchen.de, die neue Homepage der niederbayerischen Stadt im Landkreis Freyung-Grafenau. Durch Corona ist natürlich so, dass letztendlich der Einheimische ja zum Urlauber vor Ort geworden ist. Wir kommen nicht raus, wir haben Grenzen, die uns alle gesetzt haben. Wir dürfen uns nur in einem gewissen Radius bewegen. Insofern ist der wirkliche Urlauber, den wir derzeit in Waldkirchen haben, ja der Einheimische. Und dieser Einheimische sollte den Ort auch so erleben, wie wenn er im Urlaub wäre. Und deswegen, glaube ich, ist die Seite da ein ganz guter Anfang. Im Dezember 2020 ist die neue Homepage www.meinwaldkirchen.de online gegangen. Die Idee dazu entstand spontan durch die gegebenen Umstände. Durch die Corona-Pandemie ist natürlich unsere Arbeit in der Touristinfo erschwert worden. Wir haben langfristige Werbemaßnahmen nicht durchführen können. Und so haben wir uns zusammen mit der Marketingagentur Marktgespür auf den Weg gemacht, und um ein neues Portal zu entwickeln, das halt die Schönheit von unserer Stadt, von Waldkirchen, im Ganzen zeigen soll. Dabei soll die Insider-Plattform nicht nur die rund 10.000 Einwohner der Stadt ansprechen. Die ist gedacht für jeden. Das heißt, sowohl für den Einheimischen, für den Urlauber, für den, der neu vielleicht nach Waldkirchen gezogen ist, für jemand aus der Region, für jeden, der irgendwelche Tipps sucht, außergewöhnliche Tipps sucht, was kann man bei uns am Ort erleben, was kann man bei uns am Ort sportlich machen, was kann man im Wanderbereich machen, was kann man im musischen Bereich machen, im kulturellen Bereich machen. Und insofern ist es wirklich eine Homepage, die für jeden in unserer Umgebung, in unserer Region sehr sinnvoll ist. Auf dem neuen Erlebnisportal können dabei nicht nur verschiedene Insider-Tipps ausprobiert und getestet werden, hier kann auch ein jeder selbst zum Insider werden. Das Ganze ist so, dass jeder, der will, uns gerne einen Insider-Tipp zusenden kann. Das ist auch das Besondere daran, dass es sind keine gekauften Werbeanzeigen oder keine gekauften Tipps, sondern das sind echte Tipps von echten Waldkirchnern oder auch Waldkirchen-Fans, sage ich immer gern, die uns das zuschicken, die uns auch die Fotorechte natürlich übergeben. Das Ganze soll natürlich authentisch rüberkommen. Über die neuesten Insider-Tipps kann sich jeder auf dem Instagram-Kanal Meinwaldkirchen informieren. Bereits jetzt sind die Rückmeldungen zum interaktiven Internetauftritt durchwegs positiv. Die Möglichkeit, auf einer Webseite selbst als Blogger Tipps zu schreiben, Fotos hochzuladen oder auch Bewertungen abzugeben, hat es so in der Region noch nie gegeben. Ich finde, meinwaldkirchen.de ist einfach eine tolle Möglichkeit, um an eine junge, frische Generation ranzutreten. Und vor allem, was ist das Erste oder eines, man kennt es ja selber aus dem Urlaub. Wenn man irgendwo ist, man tippt einfach entsprechend irgendwo in der Suchmaschine ein, was mag ich denn heute, was möchte ich gern machen, was gibt es irgendwie vielleicht für tolle Ausflugsziele. Und da finde ich es eben ganz toll, wenn ich echte, ehrliche Insider-Tipps bekomme und nicht irgendwie das Ganze aus einer Reisebroschüre irgendwie raus, sondern von den Leuten, die da leben. Die war wirklich dahinter stehend und die eben diese Sachen selber toll finden und andere da daran letztendlich teilhaben, nehmen lassen wollen. So kann man auf meinwaldkirchen.de nicht nur die schönsten und geheimsten Orte, die besten Wanderwege oder erholsame Entspannungstipps, sondern auch kulinarische Highlights der niederbayerischen Stadt, wie beispielsweise die beste Nussecke Waldkirchens, finden.